Was haben wir nun im Schauspiel dieses Jahr mit Ihnen vor? Sie wissen, wir gehen gerne in die Stadt, haben bereits 18 Clubs und den Viktoria-Bunker bespielt, sowie einen Reisebus gemietet, um mit Ihnen die Rüstungsstandorte Kassel zu besuchen. Immer wieder suchen wir nach neuen Geschichten in Kassel. In der kommenden Spielzeit begeben wir uns mit dem Regisseur und Autor Alexander Eisenach auf Spurensuche im ehemaligen Zonenrandgebiet und graben mit Regisseur Tom Kühnel eine Komödie von Rolf Hochhuth aus, Die Hebamme, welcher mit diesem Stück in den 70er Jahren Kassel veränderte. Hierbei wird's um zivilen Ungehorsam, das Recht auf Wohnraum und politische Machenschaften gehen. Der Regisseur und Videokünstler Bert Zander, zuletzt inszenierte er äußerst erfolgreich Gretchen, setzt in der kommenden Spielzeit nun Tolstois Opus Krieg und Frieden im TIFF in Szene. Dabei werden die persönlichen Geschichten der Figuren genauso relevant sein wie die Fragen nach der aktuellen weltpolitischen Lage. Sowohl im TIFF als auch auf der Schauspielhausbühne laufen zudem Uraufführungen und Stoffe der Gegenwart. Hier geht's um die MeToo-Debatte aus der juristischen Perspektive sowie der Frage danach, wie viel Mauer nach 30 Jahren noch in unseren Köpfen steckt, aber auch dem Aussprechen von weiblichen Begehren und abgehängten, weißen, alten Männern der Provinz, die beim Singletreff den ein oder anderen Line-Dance wagen. Dabei können Sie sich auf eine große Show mit Tiefgang freuen, auf eine böse Komödie inklusive Wunschkonzertband, performative Projekte und neue Dramatik sowie auf spartenübergreifende Kooperationen mit dem Musiktheater und Tanz Kassel. Mit Klassikerinszenierungen wie Büchners Leonce und Lena und Shakespeares Die Zähmung der Widerspenstigen können Sie sich gleich auf zwei mutige, innovative Handschriften freuen. Charlotte Sprenger und Pia Richter werden Ihre Generation darüber befragen, was es so auf sich hat mit der Liebe, der Flucht vor derselben und den damit verbundenen Geschlechterstereotypen. Bewährte Regiehandschriften wie die von Lars-Ole Wahlburg, der in Kassel schon unter anderem Remarks der Funke Leben auf die Bühne gebracht hat, treffen auf junge Kolleginnen wie Sarah Franke, die sich mit den Troerinnen nach einem ganz neuen Mythos sehen. Die junge Regisseurin Sarah Kohm befasst sich mit einem Stück des Nachwuchsautors Markus Tesch, der in Patient Zero unterschiedlichen Formen von Pandemien nachgeht. Regisseurin und Autorin Jovana Reisinger, die nach der weiblichen Sexualität im Pleasure Club Ausschau hält, kennen Sie bereits aus dem Erfolgsroman Die Spitzenreiterin, der in der letzten Spielzeit von Heike M. Götze im Schauspielhaus uraufgeführt wurde. In unseren Extras, die Sie die ganze Spielzeit mit uns zusammen erleben können, folgen weitere Updates und künstlerische Beiträge zu den Protesten im Iran. Wir holen junge Autorinnen auf die Bühne und sprechen bei Lieblingsdrinks über Texte. Und die Wunschis spielen im Schauspielhaus für glitzernd und mit größter Hingabe ihre ganz eigenen Lieblingssongs. Und zum guten Schluss erwartet sie am Ende der Spielzeit mit dem Regisseur und Performer Julian Hetzel ein kollektiver Wettbewerb der Hoffnung.